Europas Stellung in der Welt. Hier ist unsere Auftaktveranstaltung, die heute stattgefunden hat, um hier in der P9, der Zentrale der Piraten Berlin und auch der Bundesgeschäftsstelle der Piraten, über Europa zu diskutieren. Wir werden alle zwei Wochen montags ab 20 Uhr hier europäische Themen bereden. Und für uns das Wichtigste, vielleicht die wichtigste Feststellung, als pro-europäische Partei möchten wir als Piraten natürlich, dass Europa als eine Union, eine Erklärung der Menschen, sich gemeinsam weiterzuentwickeln, Vorbild für die Welt ist. Vorbild sein kann auch für andere Regionen und aber auch als solcher Verbund von Regionen entwickelt wird. Als pro-europäische Initiative, in der die Regionen ihre charakteristischen Merkmale entwickeln können, gezielt gefördert werden, ihre Souveränität behalten, aber Europa insgesamt wächst. Und das Ganze heißt für uns, dass Dinge wie Digitalisierung, jetzt auch der Aufschwung im Bereich 5G, dass die Datensicherheit, der Datenschutz auf europäischer Ebene viel besser geregelt werden muss. Wir setzen uns dafür ein, dass der ganze Fortschritt, der sich mit autonomem Fahren und überhaupt der ganzen künstlichen Intelligenz entwickeln wird, auf europäischer Ebene bedient wird. Denn nur dort macht sich die Politik überhaupt Gedanken derzeit darum. Und deswegen brauchen wir auch Piraten im Europäischen Parlament.